danke, ist gut. Bis jetzt. Sag mal, eine Sache ist mir aufgefallen. Euch vielleicht auch, die Promis werden immer dicker, ne? Oder? Zumindest die Frauen. Du siehst ja nur noch, nee, du siehst nur noch Schwangere seit Monaten auf den roten Teppich. Das ging los mit Sandy Meyer-Wölden, hier dieser Schmuckdesignerin-Tante da. Dann kam Lilly Becker und jetzt Barbara Schöneberger und Sonja Kraus, die alle schwanger. Und mein Kinderkriegen ist ja auch was Tolles. Das hat sich, glaube ich, Jean Pütz auch gedacht. Hat ihn nochmal seinen Zwirbelbart gespitzt und hat mit 74 schön noch ein Kind gezeugt. Hier, Mr. Hobby Dick, wa? Oder? Der macht jetzt demnächst keine Werbung mehr für Müllermilch, sondern für Viagra. Für den kleinen Ständer zwischendurch. Ja, Schatz. Nee, guckst du mal. Ne? Ja, Hammer. Ja, aber mit 74, das ist, glaube ich, die erste Geburt, wo nicht die Mutter stirbt, sondern der Vater im Krankenhaus umkommt. Weil es so aufregend war. Ich meine, so lange möchte ich nicht warten. Und ich kann euch eins sagen, ich bin super stolz. Es hat geklappt. Ich werde im Juli zum ersten Mal Papa. Freue mich. Ja. Und jetzt merke ich natürlich schon, da verändert sich einiges. Auch im Bekanntenkreis, da sind viele Mama, Papa geworden, da wurde viel geworfen letzte Zeit. Und du merkst, es sind Veränderungen da. Ja. Also eine Sache, die mir aufgefallen ist, früher, wenn du eingeladen warst bei Kumpels, wann ging es los? 8 Uhr. War immer zum Saufen, immer Anstoß, 20 Uhr. War immer so. Jetzt haben die Kinder, da geht es deutlich früher los. So gerne so Einladung 17 Uhr, 16:30 Uhr. Schöne Sachen auch, wir feiern Kindergeburtstag, du darfst aber auch kommen. Sonntag, Brunch um 11. Gut, da stehst du dann trotzdem um 11 in der Küche, haust dir 8 Kannen Bier rein. Bist natürlich früher voll, das ist der Unterschied. Und du stehst zwar mit den Jungs zusammen, aber du quatschst nicht mehr über Fußball oder Formel 1. Die reden natürlich alle nur über ihre Kinder. Und da stehst du als Patenonkel natürlich so ein bisschen außen vor. Ne? Nur über die Belagen. Das sind die Jungs im Job knallhart, weißt du, Insolvenzverwalter, Unternehmensberater. Wenn die über ihre Kinder reden, Gucci, 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 Gucci. Oh, ey. Ein Kumpel jetzt vor mir, ach, unser Kleiner. Ich sag, was ist denn jetzt schon wieder? Er läuft seit 2 Wochen. Er sei schön, er wird da ungefähr in Wuppertal sein, ne? Oder ich meine, ist ja immer, Mann. Hammer, ehrlich jetzt. Wahrscheinlich bin ich auch so drauf. Die reden nur über die Blagen, ne? Ich höre da immer zu, ne? Also, ich glaube, das Tollste für junge Eltern ist, wenn der oder die Kleine zum ersten Mal alleine selbstständig auf dem Töpfchen gesessen hat. Da drehen Eltern ja komplett durch, ne? Oder? Da werden Freunde eingeladen, Freibier, Feuerwerk! Der erste Haufen wird auch eingefroren, ne? Oder? Ja, oder wie die kleinen Scheiße auch alle heißen, das ist natürlich auch großartig. Ist das bei euch auch so, wie ihr wohnt, dass sich dieser Kevinismus durchsetzt? Ich glaube mittlerweile, Eltern müssen ihren Kindern einen Doppelnamen verpassen, der aber auf gar keinen Fall zum Nachnamen passen darf. Vorreiter war ja Uwe Ochsenknecht, das ist klar. Ne? Hat ja 2 sehr erfolgreiche Söhne, die heißen Jimmy Blue und Wilson Gonzalez. Immer mit dem super passenden Nachnamen hinten dran. Ochsenknecht. Oh, nee. Weil es so schön klingt auch. Den Vogel abgeschossen hat die Tochter, die heißt Cheyenne Savannah. Oh, nee. Aber den besten Namen, ich meine, Franziska von Almsig, ich finde die Frau super. Weiß jemand, wie der Sohn von Franzi heißt? Der heißt Don Hugo. Und das ist kein Quatsch. Der Sohn von Frau van Almsick heißt Don Hugo. Da merkst du doch, Chlorwasser kann auf die Dauer. Ja. Das, was machst du denn mit so einem Namen später mal beruflich? Don Hugo. Da gehst du entweder zur Mafia oder moderierst genial daneben. Viel mehr bleibt ja nicht. Geht überhaupt nicht. Ne? Und. Warte, wie ich mir denke, muss das sein? So, ne? Aber gibt so auch im Bekanntenkreis schöne Beispiele. Ein Freund von mir ist sehr katholisch, sagt, wie heißt der Kleine? Guckt er mich an, boah, Severin, sag, schön, so heißt mein Wasserkocher. Hey, aber. Ja, gut. Jetzt bin ich natürlich sehr aufgeregt, wenn das jetzt im Juli losgeht. Ich konnte schon ein paar Sachen so erleben. Freunde von mir, Birte und Manfred, haben 2 Jungs. Und die habe ich letztens gebeten, den einen vom Kindergarten abzuholen. Hat auch einen sehr schönen Namen, der heißt Connor. Und was großartig war in der Kita, diese Kindergärtnerin, die Erzieherin, hat mir gesagt, Guido, das Tolle an Kindern ist einfach, die sind ehrlich.
und die sind lustig. Und die hat mir eine Geschichte erzählt aus dem Kindergarten, die ich gar nicht glauben wollte. Dazu muss man die junge Dame erklären. Sabrina ist sehr schlank, also sehr, auch nach vorne sehr schlank. Und jetzt hat so eine Mutter morgens ihre kleine Tochter, die Patricia, in den Kindergarten gebracht. Mutter eher so Modell, boah, so gut besuchter Pullover, weißt du, die Abteilung. Und die kleine Patricia hatte gar keinen Bock auf Kindergarten. Und ich hatte immer, Mama, ich will nicht, bleib hier. Und hat tierisch geheult und so. Und die Mutter hat die dann nochmal so getröstet, in den Arm genommen. Und ne, so nach 10 Minuten, Mutti war weg. Sabrina hat die kleine Patricia auch so in den Arm genommen. Da guckt die Kleine sie mit so großen Augen an und sagt, Sabrina, hast du eigentlich auch einen Busen? Die sagt, ja klar. Bringst du den morgen mal mit? Ja. Und, super. Nein. Aber das ist, weißt du, das sind so, wenn ich so Geschichten von meinen Kumpels höre, der Dirk zum Beispiel, der kleine Sohn, Joshua heißt der, der sagte, ey, das ist ein Gefühl, das wirst du erleben, wenn du Papa bist. Diese Liebe, die man so dem eigenen Kind entgegenbringt. Aber es gibt Situationen, da ist es schwer, diese Liebe auch rüberzubringen. Der sagt, Joshua hat Schnupfen gehabt. Der sagt, das ist in dem Alter, der kann doch nicht selber Nase putzen. Ey, das ist richtig ekelhaft. Junge, was da für Klamotten aus so einer kleinen Nase rauskommen. Ein Farbenspiel. Sagt er, und dann trocknet das irgendwann an. Dann stell dir vor, wie so eine Apfeltasche bei McDonald's. So, Sagt er, und dann hörst du dieses Apfeltaschenmonster schön durch die Bude laufen. Sagt er, er verpisst sich immer die letzte Ecke in seinem Arbeitszimmer. Sagt er, aber irgendwann findet er mich, steht dann vor mir. Mama, hast du mich lieb? Geht. Krieg einen Kuss? Küss den Hund. Das Tollste, was ich im Kindergarten erlebt habe, ich wusste nicht, was kleine Jungs im Winter alles anziehen müssen. Ja? Also über wie viele Lagen wir da sprechen. Ich habe diesen kleinen Michelin-Mann wieder zusammengebaut. Das Einzige, was ich noch vor mir hatte, waren diese kleinen gefütterten Kinder-Winterstiefelchen, wo ich jetzt dachte, das ist ein Klacks. Also naiv, wie ich so war. Ich habe an diesen scheiß Schuhen rumgerissen. Es ging gar nicht. 10 Minuten, das gibt's doch. Die Schuhe gingen nicht. Mir lief schon die Brühe runter. Nach 10 Minuten waren diese scheiß Schuhe an. Sagt Connor, wo sind deine Handschuhe? Die habe ich vorne in die Stiefel reingesteckt. Die Dinger da wieder. Es wie ätzend. Diese Handschuhe da rausgeprockelt. Dem kleinen Mann angezogen, hab wieder versucht, diese scheiß Stiefel anzugehen. Das dauerte wieder 5 Minuten. Wir dann an, ich sag, wir gehen jetzt, da steht der vor mir. Das sind nicht meine Stiefel! Ich dachte, komm, bleib ruhig, bring dich um, hab die Schuhe wieder ausgehabt, die da hingestellt. Ich sag, Connor, wem gehören die Schuhe denn? Meinem Bruder, aber die Mama hat dann morgen gesagt, ich darf die mal anziehen. Dankeschön, war's gut, ciao, schönen Abend. Dankeschön. Juhu, danke. Guido!